Was gab es diese Woche Neues aus Wirtschaft und Unternehmen? Was haben die großen US-Tech-Giganten gemeinsam aktuell? Na? Eine Orgie an Stellenstreichungen. Leider. Warum? Während Corona, da haben diese Unternehmen eine gigantische Nachfragesteigerung erfahren. Und viele Mitarbeiter wurden neu eingestellt in dieser Euphorie, in Erwartung, es wird auch weiterhin so laufen. Und dann, nach Corona, stellten sie plötzlich fest, die Nachfrage flaut wieder ab, das normale Niveau stellt sich wieder ein. Wir haben zu viele Mitarbeiter. Und deshalb jetzt diese Orgie an Stellenstreichungen. Bei Microsoft, nach Microsoft, hat sich die Google-Mutter Alphabet zu Wort gemeldet. Da sollen etwa 12.000 Stellen gestrichen werden. Das sind insgesamt etwa 6% der Belegschaft. Zum Vergleich, Microsoft will 10.000 Stellen streichen, Amazon sogar 18.000 und der Facebook-Konzern Meta 11.000. Und jetzt folgt nach Amerika, wie es so üblich ist, auch Europa und damit auch Deutschland. SAP hat sich zu Wort gemeldet, sie wollen 3.000 Stellen streichen und damit Hunderte von Millionen einsparen. Der Fokus soll zukünftig auf die stärker wachsenden Unternehmensbereiche gelegt werden und alle anderen Bereiche sollen etwas aus dem Fokus rücken oder zum Teil sogar verkauft werden. Damit sollen künftig die Gewinne wieder deutlich gesteigert werden. Auch SAP hatte das Problem, dass die Gewinnerwartungen nicht mehr erfüllt werden konnten. Die deutschen Konzerne haben einen Rekord erzielt, und zwar beim Goodwill, also beim Geschäfts- oder Firmenwert. Er ist im letzten Geschäftsjahr weiter gestiegen. Was ist der Goodwill oder dieser Geschäfts- oder Firmenwert? Wenn Unternehmen andere Unternehmen aufkaufen, dann müssen sie, wenn diese aufgekauften Unternehmen tolle Gewinne erwirtschaften, in der Regel höhere Preise bezahlen, als die einzelnen aufgekauften Vermögenswerte wert sind. Und dieser höhere Preis, der wird dann in der Bilanzposition Goodwill oder Geschäfts- oder Firmenwert erfasst. Und früher nach der alten HGB-Regelung musste dieser Wert im Lauf von 10 Jahren abgeschrieben werden. Das darf nach den neuen internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht mehr erfolgen, weil niemand sagt, dass dieser Wert tatsächlich weniger wird. Und damit würden die Aktionäre schlechter gerechnet, als es der Realität entspricht. Also sagt die neue internationale Rechnungslegungsvorschrift, es muss jedes Jahr überprüft werden, ob dieser Geschäfts- oder Firmenwert noch werthaltig ist. Und die Realität ist halt, dass in guten Jahren dies bejaht wird und Wirtschaftsprüfer können es schlecht widerlegen. Also wird diese Bilanzposition mit jedem neuen Kauf eines Unternehmens in der Regel immer weiter aufgebaut. Das Gefährliche daran, wenn dann eine Krise kommen sollte, dann drohen Abschreibungen, weil dann sind die Wirtschaftsprüfer skeptischer und dann können die Unternehmen nicht mehr argumentieren, bei den aufgekauften Unternehmen läuft es wie bisher. Und das Gefährliche ist immer, wenn dieser Geschäfts- oder Firmenwert einen erheblichen Anteil am Eigenkapital ausmacht. Also wird immer verglichen, wie hoch ist die Bilanzposition Goodwill und wie hoch ist im Vergleich dazu das Eigenkapital. Denn bei Abschreibungen bedeutet ja, es fließt kein Geld weg, ist also nicht zahlungswirksam, aber es mindert das Eigenkapital. Und wenn eben dieser Goodwill so hoch oder sogar höher ist wie bei manchen Unternehmen als das Eigenkapital, dann könnte das im schlimmsten Fall bedeuten, dass das Eigenkapital deutlich reduziert oder vielleicht sogar aufgebraucht wird.
Das ist die große Gefahr. Und dann kommt noch ein Punkt hinzu. Wegen der gestiegenen Zinsen müssen die künftigen Erträge mit einem höheren Zinssatz abgezinst werden auf den aktuellen Barwert. Und das belastet natürlich auch diese Position Geschäfts- oder Firmenwert auch von dieser Seite. Drohen Abschreibungen. Der Einkaufsmanager-Index als Frühindikator für die weitere wirtschaftliche Entwicklung deutet zum ersten Mal seit einem halben Jahr für den Euroraum wieder künftiges Wachstum an. Für Deutschland ist allerdings ein leichter Rückgang prognostiziert, allerdings mit steigender Tendenz. Also der Rückgang wird immer mehr mit positiven, ja, monatlich steigenden, besseren Werten wieder revidiert. Und damit herrscht wieder immer mehr Zukunftsoptimismus und das ist natürlich positiv für die weitere Wirtschaftsentwicklung. Auch der IFO Geschäftsklimaindex stieg im Januar das vierte Mal in Folge und deutet damit auch weitere Zuversicht an. Dennoch überwiegt bei den Unternehmen der Pessimismus, das darf man nicht vergessen. Die Unternehmen sind grundsätzlich weiter pessimistisch, was die Zukunft betrifft. Eben wegen dieser vielen Probleme, Energiekosten, Materialengpässe, Lieferproblematik, China-Problematik, auch da ist in den Köpfen immer noch die latente Gefahr, dass durch die Öffnungen die Corona-Erkrankungen plötzlich wieder explodieren könnten und so die Lieferengpässe wieder verschärft werden könnten. Und all das führt eben zu diesem grundsätzlichen Pessimismus. Aber das Positive, die Stärke des Pessimismus nimmt eben von Monat zu Monat etwas ab. Und das ist das Positive. Der aktuelle Wert übrigens beim IFO-Index deutet für Deutschland eine leichte Rezession an für dieses Jahr. Demgegenüber hat die Bundesregierung den Jahreswirtschaftsbericht veröffentlicht und die ist deutlich optimistischer. Sie geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr sogar um 0,2% wächst, also ein minimales, aber ein Wachstum, keine Rezession. Und dazu sagt Wirtschaftsminister Habeck, die deutsche Wirtschaft hat enorm Widerstandskraft bewiesen in dieser Krise, hat sich gut geschlagen. Er deutet an, dass er eine zumindest starke Rezession für nicht mehr wahrscheinlich hält. Die Siemens Gamesa-Aktionäre haben am Mittwoch ein Delisting von der Börse beschlossen. Dieser Siemens Gamesa, dieses Tochterunternehmen von Siemens Energy, soll also jetzt von der Börse genommen werden. Hintergrund: Siemens Energy hat ein Übernahmeangebot an die Aktionäre gemacht und hat dadurch mittlerweile 92% oder sogar leicht über 92% der Anteile übernommen und will es komplett in den Siemens Energy Konzern integrieren und eben von der Börse nehmen. Warum? Weil dieses Tochterunternehmen, das übrigens zuständig ist für die Windkraftanlagen bei Siemens Energy, über die letzten Jahre enorme Probleme verursacht hat. Hohe Verluste wurden ausgewiesen und die haben auch Siemens Energy belastet. Und jetzt soll eben durch diese komplette Übernahme, diese komplette Integration eine deutliche Besserung erwartet werden. Zum einen durch Synergieeffekte, also weniger Kosten in Zukunft und zum anderen, weil die Strategie dann von Siemens Energy komplett alleine erarbeitet werden und durchgesetzt werden kann und damit eben so, ja, Kämpfe im Unternehmen, je nachdem, ob zu Gamesa diese Abteilungsleiter gehören oder zu Siemens Energy und da gibt es immer Reibungsverluste natürlich, das soll in Zukunft abgeschafft werden und in Zukunft kann Siemens Energy alleine bestimmen. Und da ist eben die große Hoffnung, dass damit diese Siemens Energy Probleme endgültig behoben werden können und das Unternehmen wieder eine deutlich positivere Zukunftsaussicht hat. Denn grundsätzlich müsste ja Energietechnik
über die nächsten Jahre enorm an Bedeutung zunehmen. Irgendwie muss ja der künftige Strom produziert werden und die Energie hergestellt werden. Und da ist Siemens Energy in allen Bereichen aufgestellt, eben aktuell noch mit den Problemen bei der Windkrafttochter Gamesa. Wer ist Europas wertvollster Tech-Konzern? Nein, es ist nicht SAP, es ist die niederländische ASML. Das ist ein Anlagenbauer, der Chip-Anlagen herstellt. Und diesem niederländischen Unternehmen geht es im Moment so gut, dass ein Rekordauftragsbestand vermeldet werden konnte. Die Kunden bestellen so viel Chip-Anlagen, dass ASML mit der Produktion nicht mehr nachkommt. Dadurch soll der Umsatz in diesem Jahr um 25% gesteigert werden. Und dennoch warnt der Chef Wenning davor, dass man jetzt zu euphorisch wird, zu optimistisch. Denn die Kunden verspüren eine sinkende Nachfrage, also die Chip-Produzenten, die diese Anlage benutzen. Die Anlagenauslastung bei den Kunden nimmt ab wegen der aktuellen Wirtschaftsproblematik. Und das kann natürlich dazu führen, dass sich das im Lauf der nächsten Zeit auch bei ASML spürbar auswirkt. Gründe dafür natürlich die hohe Inflation, die geopolitischen Spannungen, steigende Zinsen und alles, was im Moment so belastet. Aber, und da sagt der Chef auch, man sollte auch nicht zu pessimistisch sein, er geht davon aus, dass das nur das erste Halbjahr dieses Jahres betrifft und dass dann im zweiten Halbjahr bei den Kunden von ASML auch wieder deutlich positivere Nachfrage sich einstellt und damit dieses Problem überwunden werden sollte. Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal um 2,9% gewachsen. Das ist wieder einmal deutlich stärker als prognostiziert. Und damit mehren sich da auch die Zukunftshoffnungen, dass Amerika an der lange prognostizierten Rezession sogar vorbeischrammen könnte, ähnlich wie Europa. Für das starke Wachstum in Amerika haben übrigens vor allen Dingen die amerikanischen Privatverbraucher gesorgt. Sie haben ihre Kreditkarten deutlich stärker als früher belastet, um trotz gestiegener Preise weiter einkaufen und konsumieren zu können. So sind sie nun mal, die amerikanischen Verbraucher. Sie wollen weiterhin kaufen und wollen weiterhin konsumieren, das Leben genießen. Und das ist auch gut so, weil sich das natürlich auf die gesamte weltweite Wirtschaft positiv auswirken könnte, wenn sich die amerikanischen Verbraucher nicht überschulden. Das war's von mir von dieser Woche. Was ist Ihnen aufgefallen? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Und schreiben Sie mir auch Ihre Meinung zu den Punkten in die Kommentare, die ich angesprochen habe. Wie immer, ich freue mich, wenn Sie mein Video liken, weiterverteilen und wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zur neuen Woche. Machen Sie es gut.